Hallo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Dieses zurück klang gerade echt komisch. Wir müssen immer noch überleben. Auf Zarbomba. Und das ist unser Ziel. Unser einziges Ziel, Leute. Überleben? Na, nicht unser einziges, nein. Überleben und vielleicht, das ist ein schöner Start. Auch wenn wir keine Gasmaske haben. Es ist nett, dass du da bist. Ja, Mary Jane, alles gut. Mit Mary Jane ist alles easy. Gut. Wir machen's. Ich hoffe, wir verlieren unsere Axt nicht. Das wäre bad. Wir haben sie nicht verloren. Alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. So, genau. Jemand von den Banditen retten können wir nicht machen, denn wir haben keinen. Den wir retten könnten. Wir wollen ja, dass Mary Jane mutiert. Dadurch. Ja, wird sie schon mal nicht irgendwie, entführt. Und wenn Ted entführt wird, dann sind wir am Arsch. Das ist das Problem. Und wir schicken jetzt einfach mal Mary Jane raus. Wir schicken einfach mal Mary Jane raus mit nichts. Ja, und ja, sonst können wir noch das Snowstone Unturned Achievement versuchen. Das ist so, dass ich glaube, das ist so das Einzige, was wir noch versuchen können. Aber sonst, ja, sonst haben wir nichts. Was haben wir bekommen? Wir haben eine Waffe bekommen von denen, okay. Nett. Oder können wir noch irgendwas... Ja gut, die 111 Tage überleben, ne? Moment. Ich öffne mal eben hier meine Achievements. Gut, ja, die 111 Tage überleben könnten wir versuchen. No Stone Unturned. Nein. Die waren nicht gut, ne? Doch, wir sind arm. Wir sind arm. Ja, wir haben Radio bekommen. Nice. Okay, sehr gut. Gut, wir können versuchen, Konrad-Style. Wir öffnen einfach mal diesen Weg. Genau, Konrad-Style. Scheiße. Ja, hat sich infiziert, genau. Toll. Ja, Dead Hand halt. Also jeden Modus gewinnen. Konrads, was? No Stone Unturned. Die drei Achievement könnten wir versuchen zu meistern. Tora, 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 also die Hund, die 1337 Sachen rammen. Mary Jane hat Hunger. Okay, Moment. So. Und Ted geht ans Telefon. Da sind wir mittlerweile bei 1171. Das werden wir weiter vorantreiben, wenn wir die anderen Achievements versuchen zu holen über die Apokalypse. Mary Jane hat Hunger und Ted hat Hunger. Was waren das? Okay, es waren die Zwillinge, okay. Wir gehen das Risiko ein und versuchen mal, Ted rauszuschicken. Wir haben Wasser aus dem Koffer bekommen, wie es aussieht. Eine Flasche, ja. Mary Jane hat immer noch Hunger. Und trinken für die Leutchens. Wir schicken Ted raus, ja komm. Er ist zwar krank, aber er hat trotzdem noch die Möglichkeit zurückzukommen. Und ob er jetzt krank ist und hier stirbt oder krank ist und draußen stirbt, das macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Wir können ihn eh nicht saven, wir haben kein Medikit. Na ja, egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sonst wird diese Runde halt fail und wir starten die nächste. Ganz einfach. Wir geben, ja, komm. Wir geben dir eine Flasche Wasser. Wir haben recht viel, das ist ganz okay. Ah. Oh, die brauchen Wasserstoff. Okay. Nö. Nö, nö, nö. Müssen wir jetzt nicht machen. Wenn der Ende steht, wissen wir, dass Chad nicht zurückgekommen ist.
Bis da nicht Ende steht, haben wir noch eine Chance. Oh. Tag 20 schon, alter Vater. Gut, trink über Mary Jane. Und wir können nichts machen. Aber Mary Jane ist eh schon krank, also macht das keinen Unterschied. Und Ted ist nicht zurückgekommen. Ha, nice. Sehr gut. Wir sind unglaublich, ey. Wir sind unglaublich. Das war doch nett. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einen Run gesehen haben oder gefunden haben mit Mary Jane. Ja, bis gleich. So, Leute, wir haben Mary Jane und wir haben sogar eine Karte, ein Medikit, was ziemlich gut ist. Das heißt, wir werden gleich sofort Mary Jane rausschicken, instant. Mit dem Koffer am besten, oh ja. Und hoffen, dass sie irgendwas Gutes mitbringt. Es ist ein guter Plan, würde ich sagen. Nein, wir setzen das Medikit hierfür nicht ein. Das wäre dumm. Das wäre sehr... Oh, komm. Echt jetzt? Okay, wir schicken niemanden raus. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, sie brauchen trinken. Kriegen sie morgen. Morgen, morgen, morgen. Oh yeah. Aha. Trinken suchen, ja. Und Spinnen, nein. Mary Jane, komm. Komm, 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 komm. Na, Mann. Dann halt nicht. Ich hab gehofft, dass sie mutiert. Sie brauchen, was brauchen sie? Ich weiß nicht, ob die uns was geben. Geben die uns was? Ich hoffe, die geben uns was. Die haben uns nichts gegeben. Hose. Okay. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Und mehr Hosen. Alles klar. Hosen sind immer wichtig. Das stimmt schon. Immer wichtig ist es, viele Hosen zu besitzen, Leute. Merkt es euch. Kauft euch Hosen. Kauft euch Hosen. Können wir mal irgendwie wieder wen rausschicken, bitte? Langsam geht nämlich unser Vorrat an Vorräten zu Neige. Ja, geil. 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 Alter, geil. Wow, geil, Mann. Boah, geil. Schon geil. Alle krank geworden. Das ist nicht deine Ernte. Wir können halt immer noch keinen rausschicken, Mann. Komm schon. Lass mich irgendwen rausschicken können. Ist es denn Ernte jetzt? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, sie geben den Armen. Wir sind arm. Gib mir Essen und Trinken. Oder ein Radio. Okay. Der hat Hunger. Wir können nicht mal, nein! Wir können nicht mal ans Telefon gehen. Oh, ist das uncool. Mann! Echt jetzt? Könnt ihr euch jetzt endlich mal erholen, alter Vater? Was ist denn mit euch, Mann? Ja, komm, hier, Mary Jane, kriegst du Karten. Kannst du Solitär spielen oder so. Ach, Mann! Nö. Haben sie Mary Jane entführt? Haben sie nicht. Aber was?
Ja. Geil. Ja. Geil. Wir sind tot. Denn wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken für Ted. Wir haben gar nichts. Und ich bin Mary Jane. Niemanden. Wow! Ah. Gut, Leute. Eine Runde haben wir noch, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir wieder. Kein Medikit, kein... eine Gasmaske. Aber wir haben Mary Jane und eine Karte und... so Dinge. Ja, ist schon... Doch. Kann ich mit leben. Allerdings schicken wir jetzt erstmal keinen mehr raus und wir machen nichts. Gar nicht. Was irgendwie uns den Run versauen könnte. Wir öffnen keine Lederkoffer. Wir öffnen keinen Leuten die Tür. Wir verteidigen uns immer. Wir machen nichts, was uns krank macht. Und ja. Solche Dinge halt. Wir schicken niemanden raus, wenn wir kein Medikit oder keine Gasmaske haben. Außer wir sind kurz vorm Rande des Sterbens, weil wir keine Vorräte mehr haben. Dann ja. Ansonsten nein. Ja, das war's. Ich will diesen Run gewinnen. Warum hat ihr eigentlich die ganze Zeit ein Radio und Störgeräusch? Wir haben nicht mal ein Radio. Das macht keinen Sinn. Übrigens, was die Fliegen auf sich was mit den Fliegen auf sich hat, wenn man sie halt anpickt, sag ich mal, dann gibt's eine Chance, dass Ted irgendwie mit der Zunge nach der Fliege schnappt oder so. Irgendwie so war das. So, was haben wir bekommen? Haben wir irgendwas bekommen? Ich weiß nicht, ob wir was bekommen haben. Nein, schade. Hier kriegt ihr Essen. Wir müssen bald wen rausschicken. Wir brauchen auch unbedingt trinken, das ist das Ding. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Telefon, ja klar. Was können wir machen? Ans Telefon gehen wir, immer. Dün, 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 dün. Wir schicken, glaube ich, ja, nach Tag 15 jemanden raus. Ja, Mary Jane schicken wir dann nach Tag 15 raus. Weil sonst haben wir kein Essen, kein Trinken mehr. Ja, nee, können wir nichts machen. Tut mir leid, Mary Jane. Ich will nicht, dass unsere Axt geschrottet wird. Aber okay, es geht ihr gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, Bandcare könnten wir uns auch versuchen zu snacken. Ach, ein bisschen extra Schutz und ein bisschen ein paar Vorräte, die er besorgen könnte. Möglicherweise. Gut. Wir haben immer noch kein Radio. Das ist ein bisschen unlucky, ne? Naja. Gut. Jetzt Magen knurrt. Okay, Mary Jane sollte was trinken. Ja, das kriegt sie gleich. Digga, hier ist kein Radio, was hier funken kann. Hör doch auf damit. Mann. Ist nicht wahr, ey. Ist nicht wahr. Genau, die brauchen trinken. Kriegen sie am nächsten Tag. Wir starten auch eine Expedition. Genau. Und schicken dann gleich Mary Jane raus. Das könnte auch Ted rausschicken, ne? Falls Mary Jane dann in der Zeit irgendwie... weiß ich nicht. Falls ein Event kommt. Aber nee, wir müssen Mary Jane rausschicken. Wenn Ted krank wird und wir kein Medikit haben, dann sind wir am Arsch, würde ich mal meinen. Und das können wir, dieses Risiko können wir nicht eingehen. Können wir? Nein, können wir nicht. Ach doch, können wir, okay. Ja gut, können wir machen.
Ich dachte gerade, wir haben nur noch eine Suppe und wenn wir die dem Pancake geben, wäre ein bisschen dumm. Aber gut, okay. Ist okay. Ist okay. Wir haben Essen bekommen. Okay. Oh, ein Risiko eingehen kann man auch mal machen, ne? Nein, den Koffer öffne ich jetzt nicht. Nein. Nö. Einfach nö. Nö. Einfach nö. Koffer sind böse. Irgendwie immer. Habe ich das Gefühl. Mary Jane. Könntest du gleich mal bitte wiederkommen? Ich habe Angst, dass du nicht wiederkommst. Und ich brauche Wasser. Mary Jane? Lass mich jetzt nicht hängen, Alter. Yeah. Wir müssen Ted rausschicken, Alter. Wir müssen eigentlich Ted rausschicken. Mann, Ted ist verrückt. Ja, nice. Wir können Ted nicht rausschicken, aber wir brauchen Wasser. Komm, Pancake. Wir kommen mit dir. Shit. Aber ich glaube, jetzt steht hier auch nichts irgendwie, dass Ted Hunger, Durst hat, ne? Nee, okay, das ist ziemlich gut. Ist das dein Herz? Wir haben nichts davon. Nichts? Ist das dein Herz? Ich hätte sogar ein Radio eingetauscht. Okay, aber noch stirbt Ted nicht. Ja, wenn Ted nicht trinkt, dann hält er nicht mehr lange auf. Ja, bitte lass da Trinken drin sein. Da war kein Trinken drin. Wir haben aber ein Radio bekommen. Ted hat Hunger. Wir müssen Ted auf eine Expedition schicken. Auch wenn wir den Bunker dann alleine lassen. Es geht nicht anders. Wir müssen es machen. Ted geht raus mit der Karte oder so, mit der Axt. Ja komm, geh mal mit der Axt raus, Ted. Boah, das ist dumm, oder? Ja, Ende. Ja. Ja. Einmal gelangt, konnten wir spielen. Schlechter Scherz aller Zeiten, oder? Im Inneren befinden sich Leute, die noch mehr Angst haben als wir. Ha, nice. Ach Gottchen, Leute. Geil. 3 Versuche. Und alle 3 gescheitert. Alter. Oh, nenne ich den Part halt 3 gescheiterte Versuche, ne? Ist doch ein guter Part. Schön. Gut Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Ja.